So, herzlich willkommen bei Reisemobile Dülm. Ich bin's Colin und heute stellen wir euch den neuen Forster vor. Und bitte. Das gleiche Auto haben wir euch zwar schon vorgestellt, aber diesmal andere Maßen, anderer Innenausbau. Ich glaube, ihr checkt gar nicht, wie geil diese Größe am Fahrzeug ist. Wir haben hier eine Länge von 6,39 Meter. In der Breite ist das Fahrzeug nur 2,15 Meter und in der Höhe 2,85 Meter. Also der Vorteil hier bei dem Fahrzeug ist wirklich die schmale Breite an dem Fahrzeug. 2,15 Meter können wir hier auch an den schmalen Heckbereich sehen. Auch noch der Schriftzug Slim für 2,15 Meter. So, ich habe euch mal extra für euch hingesetzt. Das Ding ist echt unfassbar schmal. Ich bin ja fast 2 Meter groß, also... Ja, Spaß beiseite. Also Vorteile hat man wirklich mit der Größe. Zum einen haben wir jetzt nicht die normale 2,32 Meter Breite vom normalen Teilinteressierten, sondern wir haben so eine ähnliche Größe wie beim Kastenwagen. Also für den Stadtverkehr echt gut gemacht. Also das Ganze ist hier auf dem Ford Transit aufgebaut mit 165 PS und einem geilen Automatikgetriebe. Dann haben wir hier die 16 Zoll Alufelgen in Schwarz, passend zum silbernen Fahrerhaus. Dann haben wir hier der klassische Kamin für die Truma-Heizung. Dann die Abdeckkappen für den Absorberkühlschrank. Wir haben hier extra eine Gasaußensteckdose. Die ist nicht serienmäßig dabei. Die Kappe für die Tedward-Kassette. Eine Sache hat sich hier wirklich verändert zum 6 Meter Fahrzeug im letzten Video. Und zwar ist das die Heckgarage. Die ist ein bisschen anders aufgeteilt. Ja, der größte Unterschied zum anderen Fahrzeug ist, glaube ich, hier diese riesige Heckklappe. Wir haben hier einmal das Gasfach, wo die 211 Kilo Gasflaschen reinkommen. Was halt wirklich auffällt in dem Fahrzeug, ist diese riesige Höhe. Ja, du kannst da halt Skier reintun, ne? Ja, easy. Also von hier, wenn man jetzt von der Seite guckt, das ist halt krass. Rechts daneben Fahrrad? Ja, zum Beispiel. Also du kannst alles Mögliche mit den Verankerungspunkten befestigen. Wir haben sogar noch ein ganz kleines Geheimfach, wo wir ein paar Utensilien verstecken können. An dem Fahrzeug haben wir noch eine wunderschöne schwarze 3,70 Meter Markise, die auch ganz klassisch wie alle anderen Markisen funktionieren. Für alle, die noch nie eine Markise aufgebaut haben, kann ich ja mal kurz erklären. Wir fahren die Markise ungefähr bis zur Hälfte aus, klappen dann die beiden Stützen runter. Und wenn wir das dann gemacht haben, können wir die Markise weiter auskurbeln. Auch mal eine dumme Frage, Colin, ne? Ich bin jetzt kein Camper-Profi. Müssen dann jetzt... Mach mal jetzt mal bitte. Kurbel jetzt mal weiter. Ich mach mal. Und jetzt muss ich doch jedes Mal wieder zu der Markise laufen? Ja. Einfacher wäre es natürlich zu zweit, ne? Meist kennt man ja auch zu zweit oder zu viert. Obwohl, so sieht schon sehr professionell aus, ehrlich gesagt. Aber dann machst du noch so, okay. Ja. Was sagst du zur schwarzen Farbe? Passt mega zum Auto, ne? Dazu noch die schwarzen Felgen. Dann die ganzen Armaturen auch in schwarz. Schon echt geil. Ganz kurzer Break. Ist gerade erst dran gemacht worden. Guckt euch mal bitte diesen geilen Schriftzug an. Reisemobile Dülm. Und dann noch dieses fette Morelo-Logo. Ja, das sieht wirklich geil aus, ne? Schon cool gemacht, ne? Also da das... Und da. Das wo wir hier schon dabei sind? Ja, bitte. Am 28. und 29. September ist hier bei uns Halterner Straße 144 in Dülm unsere Herbstmesse. Kommt gerne vorbei. Eröffnet wird die exklusive Morelo-Halle. Und ja. Und Essen, Trinken, Band, alles mit dabei. Ich kommt vorbei, gehört, es lohnt sich. Colin, am Samstagabend ist auch die Party. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Und, voll geil. Ja, ja, und Schäfer hatte vorher schon gesagt, 10 Leute auf der Bühne, glaube ich, ja. 25 ja. Aussteller. Das wird eine fette Show. Das ne? lohnt sich auf jeden Fall, kommt vorbei. Und jetzt zurück zu ihmchen hier. So sieht also der Innenraum aus in dem Fahrzeug. Das Besondere an dem Fahrzeug, oder was auch direkt auffällt, ist dieses riesige Heckbad. Das ist tatsächlich von den Größen für das Fahrzeug... Stech mal rein. Ja, wir müssen noch dazu beachten, das ist nur 2,15 Meter breit, ne? Ja,
Das ist schon krass. Und Mann, hier ist richtig viel Platz. Ja, und du kannst hier zumachen, ne? Ja. Mach mal einer. Und, wie ist das Gefühl da drin? Atemberaubend. Richtig geiles Highlight ist hier dieser riesige Alter. Kleiderschrank. Das ist ja krass. Das ist wie zu Hause, ne? Ja, guck mal, mit dem Samt da auch drauf. Ne? Mhm. Alter, wie groß das ist. Das sieht aus wie ein eigener Raum. Mit Schubladen noch für die Socken. Guck mal hier hin. Kleiderstange mit drin. Ja. Und dann noch die Durchführung zur Heckgarage. Wo noch ordentlich viel Müll reinpasst. Da ist Verpackungsmüll drin. Fahrzeug ist neu. Ja, so sieht das Bad aus. Klassische Tedford-Kassette oder Toilette. Die können wir oben hier noch drehen. Schönes, modernes Design beim Waschbecken. Ein Apothekerschrank mit dabei. Und dann musst du hier mal durch. Eine riesige Dusche noch. Wir können hier diese Lampe oben, können wir noch per Touch ein- und ausschalten. Wir haben hier noch eine Kleiderstange, um vielleicht ein Handtuch mal aufzuhängen. Und wir können uns sogar hier noch gemütlich hinsetzen. So, wir haben das jetzt mal hier so vorbereitet, wie wir den Platz hier maximal ausnutzen können. Riesige Face-to-Face-Sitzgruppe, dann die beiden Fahrersitze noch umgedreht. Also ganz locker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Und wie viele können hier drin schlafen? Ja, eigentlich ist das Fahrzeug für 2 Personen ausgelegt. Gut, 2 Personen können hier bleiben. Aber zu 6 kann man hier locker sitzen. Komm, wir zeigen mal direkt das Bett. So, der Tisch, der geht elektrisch runter. Nicht schlecht. Und jetzt fahren wir das Bett noch elektrisch runter. Wie schnell, ne? Ja. So geil. Muss nicht irgendwie drauf warten, dass es langsam runterfährt. Komm mal hoch und mach nochmal hoch und runter. Komm, wie schnell einfach hoch und runter, und runter. Ja, Hammer. Wenn wir das Bett richtig runterfahren wollen, dann müssen wir natürlich hier noch die Polster umklappen. Einfach mit Klettverschluss, ne? Ja. Zu den Bettmassen, wir haben hier eine Länge von 1,90 Meter. Und dann in der Breite ist das Ganze 1,42 Meter. Ich habe ja gesagt, das Fahrzeug ist eigentlich für 2 Personen ausgelegt. Wir können aber noch 2 weitere Schlafplätze draus machen, indem wir unten die Sitzgruppe zu einer großen Liegefläche noch umbauen. Was direkt auffällt, ein riesiges Display. Dann haben wir da unten die Steuerung fürs Automatikgetriebe. Und links beim Lenkrad, da haben wir das Kombi-Instrument komplett digital. Also bei dem Fahrzeug läuft eigentlich schon fast alles digital. Wir können hier die Temperatur alles übers Display einstellen. Wir haben eine Klimaautomatik mit dabei. Wir können die Luftzirkulation auch digital einstellen. Aber die Lautstärke, die können wir noch schön Drehrad einstellen. Also Stehhöhe in dem Fahrzeug unterm Hubbett 1,85 Meter. Weil wenn wir dann hier Richtung Küche gehen, kommen wir schon an die 2 Meter, oder? Ja, zur Küche, ganz kompakt, klassisch gehalten. Was cool ist, wir haben hier ein integriertes Schneidebrett als Abdeckung fürs Spülbecken noch. Wir haben hier 2 Gaskochfelder, ein großes und ein kleines. Funktioniert elektrisch über eine Zündung. Dann haben wir hier große Schränke oder Schubladen mit einer versteckten Besteckschublade noch. Hier noch eine riesige Schublade. Klappe nennt man das. Klappe. Ist nicht schlimm. Bevor wir auf den Kühlschrank eingehen, nochmal zum Boden. Schöne Holzoptik mit indirekter Beleuchtung unter der Küche. Dann auch wie in dem anderen Fahrzeug auch, dieses schöne Dekor an der Wand mit dem Klarlack hier an den Schränken. Harmoniert alles zum Polster. Ne? Das allgemein, das ganze Fahrzeug, finde ich, wirkt richtig stimmig. Colin, das Fahrzeug ist sehr schmal. Was nicht dazu passt, ist eigentlich dieser riesen Kühlschrank. Ja, da passt echt eine Menge rein. Unten ein paar Bierdosen. Absolut. Oben noch ein Gefrierfach. Ist das jetzt schon... Das ist keine Standardgröße, oder? Ich meine, das ist ja ein halber Kleiderschrank hier. Standard ist das auf jeden Fall nicht, aber bei dem Fahrzeug schon. Wir haben noch 3 Beleuchtungshighlights. Einmal hier direkt am Eingangbereich. Dann oben an der Küche oder am Schrank. Und dann an der Küche direkt.
Das ist schon sehr schick, ne? Ja. Und da unten setzt es ja auch nochmal fort. Genau. Das ist ja auch hier beleuchtet und nochmal unter den Schränken, ne? Und dann hast du halt hier, finde ich ganz schön, diese Quad-Optik. Das ist ja eh total in mittlerweile. Und dann hier nochmal diese Lampen drin. Sehr, sehr schick. Zum Bediensystem, das haben wir eigentlich schon im letzten Fahrzeug erklärt. Schaut da gerne nochmal vorbei. Die sind aber noch, ne? Was ist das hier? Ja, die sind neu. Das ist einmal für den Tisch. Also wir können den Tisch elektrisch hoch und runter fahren. Das ist aber der hier, ne? Stimmt, das war der. Ja. Und der kleine Knopf ist fürs elektrische Hubbett. Also Colin, mein Highlight ist und bleibt dieser vermeintliche Kleiderschrank, der aber eigentlich, ja, es ist ein begehbarer Kleiderschrank, der nicht wirklich begehbar ist, aber er wirkt so. Auch können wir alle Fenster hier öffnen. Also hier einmal die Verdunkelung. Und dann können wir auch noch hier ein Fliegengitter draus machen. Ja, hier im Eingangsbereich noch ein schöner Spiegel. Dann noch die besagte Forstertasche fürs Geld. Ja, wir gucken noch mal kurz zu den Bauarbeitern rüber. Da kommt noch so ein fettes Morelo-Zeichen drauf. Das sieht wirklich wahnsinnig gut aus, ey. Da hängt es schon. Tja, wir sind gespannt. Noch mal ein bisschen was zum Auto. Das ganze Auto wiegt 3,5 Tonnen. Leer ungefähr wiegt das ganze 3 Tonnen. Wir haben noch einen Spurhalteassistent mit dabei. Automatikgetriebe habe ich gesagt, 165 PS habe ich gesagt. 16 Zoll Alufelgen in Schwarz, silbernes Fahrerhaus, das Ganze auf Ford Transit, das will man mehr. Wir haben hier den klassischen Frischwassertank, 120 Liter passen rein und hier drunter direkt ist der Auszug für ein Schmutzwasser, da passen 100 Liter rein. Okay Colin, für wen ist das Fahrzeug jetzt was? Ja, also das Fahrzeug ist eigentlich perfekt für zwei Leute, die ein riesiges Raumgefühl haben möchten, wie gesagt, riesiges Heckbad. Wir haben nur dieses Hubbett oben als Bett. Für wahrscheinlich jüngere Leute ein bisschen angenehmer. Also wegen dem Einstieg. Genau, wir haben gerade schon diskutiert. Also es wäre auch ein Fahrzeug für Ältere, ne? Ja klar. Also kann man machen, ne? Es ist vielleicht nicht perfekt geeignet mit einem Kind, ne? Weil also es müsste dann zwischen einem schlafen, ne? Ja. Oder wie gesagt, man kann halt noch unten die Sitzgruppe zum Bett umbauen. Könnte man, rein theoretisch, letzte Frage. Kann ich unten das Bett umbauen und das Hubbett nicht ganz runterfahren? Das funktioniert, ja. Oh, das ist natürlich wieder für ein junges Pärchen mit einem Kind, würde es gehen, ne? Ja. Also für ältere Leute ist das Fahrzeug natürlich auch gemacht. Nur man muss halt bedenken, die Einstiegshöhe zum Bett. Es ist auf jeden Fall machbar. Also Colin, fassen wir mal zusammen. Forster Coupé FT639LF. Genau. Wie breit nochmal? 2,15 Meter. Wie lang nochmal? 6,39 Meter. Also das ist der Hauptvorteil Number One, dann genau. Mit einem sogenannten, wie nennt sich das Badezimmer noch gleich? Mit einem Heckbad, riesiges Heckbad, mit riesigen Kleiderschrank. Das stimmt, einem fantastischen Kleiderschrank liegend. Einem 1,40 Bett, 1,90 lang, zwei genau. Schlafplätze, 7 Leute haben wir durchgezählt, Böden da ungefähr reinpassen. Und, wie teuer? 73.649 Euro. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video ein Like, ein Kommentar ist auch immer ganz nett. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche auf der Herbstmesse.